Zivilgesellschaft. Diskurs. Teilhabe. Vielfalt. Solidarität. Zusammenhelfen. Der Podcast rund um freiwilliges Engagement. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Zusammenhelfen-Podcasts. Es freut mich ganz besonders, in dieser Sendung eine überaus engagierte Frau begrüßen zu dürfen, die mit ihrem Einsatz für Menschlichkeit und ihrer nahezu unaufhörlichen Hilfsbereitschaft Außergewöhnliches geleistet hat. Heidi Schneilinger aus St. Martin im Innviertel engagiert sich seit mehreren Jahren für Menschen und insbesondere auch für Kinder im Bürgerkriegsland Syrien. Mit dem von ihr ins Leben gerufenen Projekt Suppenküche Mahlzeit Österreich bemüht sie sich in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens, die Binnenflüchtlinge mit dem Notwendigsten zu versorgen. Im ersten Teil unseres Interviews wird uns Heidi von diesem Projekt berichten. Im Anschluss gibt Heidi uns noch einen Einblick, wie sie sich für Asylwerbende vor Ort einsetzt, etwa beim Erlernen der deutschen Sprache, und wie es ihr gelungen ist, rund 200 Asylwerbende einen Arbeitsplatz zu vermitteln. Mein Name ist Jan Saschkoda und ich wünsche viel Vergnügen beim folgenden Interview mit Heidi Schneilinger aus St. Martin im Innkreis. Hallo Heidi, es freut mich, dich in dieser Folge des Zusammenhelfen-Podcasts begrüßen zu dürfen. Du engagierst dich eben, wie gesagt, bereits seit mehreren Jahren für geflüchtete Menschen auch in Österreich und hast ein Spendenprojekt für die Menschen im Bürgerkriegsland Syrien ins Leben gerufen. Ja, vielleicht kannst du dich zunächst kurz selbst vorstellen und berichten, wann du begonnen hast, dich für Geflüchtete und für die Menschen in Syrien einzusetzen. Ja, danke schön für die Einladung. Es freut mich, dass ich mein Projekt Suppenküche Mahlzeit Österreich noch mehr Menschen zugänglich machen kann. Ich habe angefangen 2015, als die ersten Flüchtlinge nach St. Martin im Innkreis gekommen sind. Ich wollte mal schauen, was da so viel Aufruhr erregt. Nur ich habe niemanden gesehen, also habe ich mir die wirklich gesucht. Habe gefragt, ob sie mich brauchen können. Und die engagierten Leute in St. Martin, die sofort Deutschkurse gemacht haben, die Leute betreut haben, haben gesagt, ja super, brauchen wir. Ich habe angefangen mit einer Deutschstunde in der Woche. Inzwischen, weiß ich nicht wie viele Stunden, es ist eine Vollbeschäftigung geworden. Und es hat sich rentiert, denn die, die 2015 gekommen sind, sind voll integriert, sind alle in Arbeit, arbeiten in Logistikfirmen, arbeiten in Geschäften, arbeiten als Altenpfleger, haben Ausbildungen gemacht, haben sogar schon die österreichische Staatsbürgerschaft erreicht. Also diese Arbeit zahlt sich mehr als aus. Ja, ich meine, du hast ja schon, wie du gesagt hast, engagierst du dich eben auch schon seit mehreren Jahren eben für Geflüchtete da in Oberösterreich, vorwiegend im Innviertel. Ich würde dann später vielleicht nochmal darauf zurückkommen, möchte jetzt aber mal kurz mit dir über das Projekt in Syrien sprechen, das du eben leitest und ins Leben gerufen hast. Die erste Frage ist, wieso hast du sozusagen das Projekt in Idlib, das kennen vielleicht viele von uns nicht, genau dort gestartet. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe über Facebook einen syrischen Arzt kennengelernt, der um Hilfe gebeten hat. Nachdem er ja Spenden nicht einfach ins Blaue schickt, habe ich einen Syrer, den ich in St. Martin kennengelernt habe, gebeten, zu hinterfragen, ob das wirklich alles so ist. Der hat seinen Cousin, der jetzt unser Helfer vor Ort da in Idlib ist, gebeten zu recherchieren. Und der hat natürlich überprüft, gibt es den Arzt überhaupt, arbeitet er dort, sind die Angaben alle richtig. Und genau das machen wir mit allen. Wenn uns wer dort um Hilfe bittet, wird alles genau geklärt, werden die Familienbücher überprüft, ob wirklich alles stimmt. Jeder Cent wird extrem genau verwaltet, wir geben die Spenden und die Gelder nicht einfach so raus. Dann hat sich herausgestellt, ja, der braucht Hilfe. Dann hat mein Helfer hier in Ried gesagt, warum machen wir das nicht mit seinem Cousin vor Ort? Das können wir ja dort machen. Es ist so viel Elend, die Kinder haben oft 2-3 Tage nichts, und zwar wirklich nichts zu essen. Das hat mich dann so entsetzt, dass ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein. Ich habe die Speisekammer voll, ich weiß oft nicht, was ich essen soll, weil ich so viel habe. Und die Kinder haben tagelang nur Hunger. Dann haben wir angefangen, monatlich für
zwei größere Gruppen für zwei Schulen. Darf man sich jetzt nicht eine Schule vorstellen wie bei uns, das sind Zelte für zwei solche Schulen, jeweils sind abwechselnd alle zwei Wochen Esspakete für die Kinder herzurichten. Das hat natürlich sofort Bekanntheit dort bekommen und immer mehr haben sich gemeldet, immer mehr haben Hilfe erwartet. Inzwischen ist es so groß geworden, dass wir eine Suppenküche im Lager Jamal eingerichtet haben. Bei der versorgen wir jeden Tag die Familien dort, hauptsächlich Witwen, Kinder, Halbwaisen, aber auch Vollwaisen und die Männer, die halt Gott sei Dank noch leben. Daneben ist ein ganz riesiges Lager. Wenn etwas bleibt und wir kochen mit drei riesigen Töpfen jeden Tag, kommen natürlich die Kinder von dort. Wir lassen, wenn es irgendwie geht, niemanden hungern. Dann sind dort ungefähr 500 Familien, die rund um Samada sind, die in Behausungen wohnen, die würde ich nicht Wohnung nennen. Die haben keine Chance, sie haben keine Arbeit. Die kriegen dann Lebensmittelpakete. Da haben wir auch schon Abstriche machen müssen, weil es so viele Menschen sind, haben wir das Geld nicht, dass wir Tee hineingeben, dass wir Zucker hineingeben. Wir geben nur das Nötigste hinein, sodass man eben überleben kann. Wie schaut so ein typischer Tag in der Suppenküche aus? Wer kümmert sich um diese Essensverteilung? Und genau, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, dass man sich das vorstellen kann, wie das in diesem Lager und bei der Essensverteilung abläuft. Also unser Speiseplan ist ja nicht recht aufregend. Es gibt entweder Nudeln oder Bulgur oder Linsen oder Reis. Jetzt, wir haben ja jetzt einen großen Garten, wir haben ja einen Brunnen gebohrt, wo wir allerdings noch kein Wasser fördern können, weil wir den Strom noch nicht haben. Sonnenkollektoren fehlen noch. Aber jetzt kriegen wir auch Gemüse dazu. Wir haben schon das erste Mal Zucchini und Paprika gehabt. Also unser Helfer vor Ort, der Maher, bringt 40 Kilo, sagen wir mal, Linsen. Dann wird Linsensuppe gekocht in drei riesigen Töpfen. Die Kinder kochen tun Frauen, Männer aus dem Lager. Die Kinder kommen dann mit ihren Kochtöpfen, Schüsseln, Eimerchen. Die Kinder holen immer das Essen für die ganze Familie ab. Das haben wir ganz gezielt für die Kinder gemacht, damit sie einen Tagesablauf kriegen, damit sie da ein bisschen Verantwortung haben. Und das ist denen wichtig. Und sie werden jeden Tag für die Dokumentation fotografiert. Natürlich nur die Kinder, wo es die Mama, der Papa auch wirklich erlauben. Es sind immer die gleichen Kinder und es sind in Wirklichkeit viel mehr. Aber es sind nur die, wo es dezidiert erlaubt worden ist. Das sind meine Fotostars, die lieben das. Man muss sehen anhand dem Tafel, das sie dabei haben, welcher Tag. Und sie zeigen auch, was es gibt. Die haben ein Riesenhetz. Sie wissen, sie haben zu essen. Es ist nicht aufregend. Sie wünschen sich immer Hühnchen, aber Fleisch gibt es nicht, kein Geld. Okay, also das ist einfach nicht drinnen, dass man mit drin. Fleisch versorgt. Ja. Ich vertröste sie immer, ich sage immer, Kinder, ich bin Vegetarierin, bei mir gibt es auch kein Fleisch. Eben, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, es sind 500 Familien dort in dem Lager. Ist das die einzige Unterstützung, die sie dort bekommen oder ist da noch eine andere Versorgung, die sie im Lager auch erreicht? Diese Menschen dort kriegen wirklich gar nichts. Das Schlimmste war damals Februar 23 beim Erdbeben. Da waren wir ja wirklich von der ersten Minute vor Ort. Das war am Montag. Ich war im Sozialmarkt in Ried. Ich kriege einen Anruf aus Idlib. Erdbeben. Die ersten schrecklichen Fotos. Und die Frage von unserem Helfer vor Ort, mit Übersetzer natürlich, der kann auch nicht Deutsch, was machen wir? Ich habe zurückgeschrieben, was brauchen wir? Wir brauchen Wasser, wir brauchen Brot. Es ist nichts, wirklich nichts Brauchbares zu diesen Leuten gekommen, auch Monate danach nicht. Es ist ein halber LKW mit neuen Kochtöpfen gekommen. Aber was brauche ich Kochtöpfe, wenn ich, Entschuldigung, nichts zu fressen habe? Die Menschen hatten brutal Hunger, hatten Durst, hatten keine Unterkunft mehr, gar nichts mehr. Ich habe gesagt, kauf von allem, was noch Geld da ist, Wasser, Brot. Dann schauen wir für Babys, was brauchen wir. Wir hatten, ja, sie nennen es Matratzen, das sind Schaumgummidinger, dass sie was zum Drauflegen hatten.
Dann hatten wir eine Zeit lang Konserven, das war aber zu teuer. Dann haben wir dann schnell einige Suppenküchen eröffnet, weil das viel Geld gespart hat. Das Einzige, was diese Menschen bekommen haben, das waren Bomben. Die haben mit bloßen Händen nach Überlebenden, Verschütteten gegraben und wurden wieder bombardiert. Ja, es ist unvorstellbar. Also wie du sagst, die Not ist sehr groß, gerade nach dem Erdbeben. Die nächste Frage wäre eher gewesen, das Projekt ist ja vorwiegend auch auf Spenden angewiesen. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, wie und wo du das Geld sammelst und ob du noch andere finanzielle Unterstützung kriegst für das Projekt. Also das Projekt lebt nur von Spenden, was ich privat aufbringen kann, aber mit meiner Pension, da springe ich nicht so weit. Ich habe Spendenaufrufe auf WhatsApp, auf Facebook. Die lokalen Zeitungen wie Tipps, wie Bezirksrundschau, wie unser Magazin machen immer wieder Gratisartikel, muss ich mich ganz herzlich bedanken. Oder international in Andorf hilft mir regelmäßig, das sind eine große Unterstützung. Sie haben Syrien, also Idlib, auch in ihre Länder aufgenommen. Die haben ja sehr viele Länder, wo sie helfen. Es sammeln Schulen, eine Schule aus Deutschland, auch eine Schule in St. Martin. Sie machen Pausenbuffets. Es kommen Spenden aus Deutschland, aus der Schweiz, von Menschen, die ich noch nie gesehen habe, die ich nicht kenne. Es gibt Gott sei Dank sehr viele Menschen, die helfen wollen. Sonst könnte ich diese Summen, und das ist pro Monat Minimum 10.000 Euro, nie aufbringen. Das 10.000 Euro sind aber nur Lebensmittel. Da haben wir noch kein Brennholz, da haben wir keine Winterjacken, keine Schuhe für die Kinder, da haben wir noch nichts für den Brunnen, für die Solarpaneele. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt die Organisation Ora International. Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, sich dorthin zu wenden, um jene Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht was spenden wollen, dass sie sich dort hinwenden? Oder wo kann man sich am besten Also man kann, wenn man spenden will, auf das Spendenkonto von Mahlzeit Österreich spenden. Da wäre der IBAN AT35 2032 0328 0408 6564. Wir können uns das gerne nur einblenden dann bei der Podcast-Info. Dann werde ich das Spendenkonto dann nur mehr angeben, falls... Genau. Man kann auch die ganzen Aktivitäten, die wir da machen, jeden Tag die neuesten Fotos auf meinem Status bei WhatsApp anschauen. Auf Facebook poste ich natürlich auch regelmäßig alle Neuigkeiten aus Idlib. Und Ora, international in Andorf, hat, wenn man unter Idlib spendet, auch Möglichkeiten, und Ora macht auch immer Werbung für Patenschaften. Dass man monatlich, kann man machen, so viel man will, 10 Euro, 50 Euro, 500 Euro, jeder wie er mag. Also du beschreibst es ganz gut, die Menschen vor Ort sind einfach angewiesen auf diese Spenden und auf die Hilfe von außerhalb, genau, weil sonst einfach kein Überleben möglich ist. Die Situation scheint wirklich sehr dringlich. Trotzdem würde ich gerne von dir nur wissen, was sind so die Erfolgsgeschichten vom Projekt oder die besonderen Momente, die zeigt auch, wie wichtig deine Arbeit ist. Ja. Also wenn ich jeden Tag die Fotos anschaue, wenn die Kinder Essen holen oder wie wir jetzt die erste Brennholzration ausgeteilt haben, wie sich Kinder so richtig ehrlich über das Lebensmittelpaket freuen können. Über Brennholz, über diese Pressdinger, diese Rollen, freut sich bei uns kein Kind. Mein Gott, soll ich das reinräumen helfen? Nein. Mhm. Und die Kinder freuen sich, weil sie wissen, im Zelt hat es dann nicht minus 5, minus 6, minus 7 Grad. Im Winter ist es nicht so kalt dann im Zelt. Das sind ja Zelte, die kann man ja nicht zum Camping hernehmen. Das ist ja furchtbar, da zieht es durch, das hat Löcher. Die werden ja auch laufend immer noch beschossen, bombardiert. Sehr viele Zelte haben wir aufgestellt, wurden dann gleich wieder kaputt gemacht. Nur wo sollen die Kinder hin? Die haben keinen Schutzraum. Viele sterben dann bei solchen Angriffen. Ja, und gibt es auch jetzt nur
Pläne für die Zukunft des Projekts? Willst du das nur, wenn es möglich ist, ausbauen oder wo ist der Fokus jetzt in der nächsten Zeit? Ja, wir haben sehr viele Pläne. Wir haben da auch beim Land Oberösterreich mit dem Land Vorarlberg Gespräche. Auf jeden Fall weiterhin diesen Menschen regelmäßig Essen zu geben, damit die Voraussetzung besteht, dass die Kinder dann die Schule besuchen können. Wir haben ja erst zwei Schulen. Die Alamal-Schule, die ist ungefähr eine halbe Stunde weg von unserem Lager Jamal. Da gibt es regelmäßig dann für die Kinder 60 Esspakete, damit die Kinder und ihre Eltern und Geschwister ein bisschen was zum Essen haben. Dort haben wir auch jetzt Wassertanks gebaut. Das Wasserproblem ist eklatant. Wir haben uns verpflichtet, dass wir in noch viel mehr Lagern ein bisschen Bildung möglich machen, dass wir Zeltschulen machen, dass wir den Kindern zumindest ein Whiteboard geben. Und in unseren zwei Schulen haben wir auch Fernseher mit Internet, mit denen sie Englisch lernen. Also es wird bei uns Lesen, Schreiben, Mathe und Englisch unterrichtet. Wir haben aber keine Schultaschen, wir haben keine Bücher, keine Blöcke, keine Hefte, keine Stifte. Aber die Kinder haben eine Riesenfreude, wenn sie in die Schule gehen dürfen. Nur sehr viele Lager haben gar nichts. Diese Generation, die haben ja noch keinen Tag Frieden gehabt, diese Generation hat keinen Zugang zur Bildung. Da haben wir versucht, in den Projekten festzumachen, wie viel wir Zeltschulen machen möchten, wie viel Kindern wir den Zugang zur Bildung schaffen möchten. Dann müssen wir möglichst schnell die Stromversorgung hinkriegen, also Solarpaneele kaufen, damit wir Strom haben und aus unserem Brunnen, der 550 Meter tief ist, schon gebohrt ist, alles schon fertig, dass wir endlich Wasser haben, dass wir dann für die Lager rund um unseren Brunnen, da in der Gegend von Samada, gratis zur Verfügung stellen. Die Menschen, das muss man sich vorstellen, müssen, obwohl sie nichts haben, Wasser kaufen. Und zwar jeden Tropfen. Die haben oft nicht einmal mehr Trinkwasser, geschweige denn genügend Wasser zum Waschen oder um Gemüse anzupflanzen. Oder für Tiere. Unser Plan wäre dann ja natürlich auch Kleintierhaltung. Und ein großes Feld wäre neben unserem Brunnenprojekt, so 3000 Quadratmeter möchten wir pachten und mit Gemüse unsere Suppenküche ein bisschen aufbessern. Wir haben Bäume gepflanzt. Da waren die Kinder ganz aktiv. Die haben wahrscheinlich vor den Augen schon das fertige Obst gesehen. Also diese Videos zu sehen, wo die Kinder im Garten arbeiten und eben auch die Bäume pflanzen, das ist, glaube ich, Belohnung genug. Ja, also es zeigt sich, es ist schon viel passiert, aber es muss noch viel mehr passieren. Wie du schon erwähnt hast, als nächster Schritt auch nochmal die Versorgung der Kinder mit Bildung, Strom- und Wasserversorgung. Das heißt, genau, deswegen nochmal der Aufruf, eben wenn auch die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne spenden wollen, das wird dann Nummer wird dann unten nochmal eingeblendet beim Podcast auf unserer Homepage. Ja, also es zeigt sich, dein Engagement ist groß und kann kaum groß genug sein, um dort Hilfe zu leisten. Trotzdem würde ich mit dir gerne auch noch über was anderes sprechen, und zwar engagierst du dich ja auch vor Ort, vor allem im Innviertel, für geflüchtete Menschen. Zum Beispiel hast du Geflüchtete bei der Arbeitsvermittlung unterstützt, damit diese Jobs finden. Zunächst angefangen als Ehrenamtliche und dann ab 2022 sogar hauptamtlich bei der Initiative Lebensraum Innviertel. Genau, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen und wie es dazu kam, zunächst einmal, dass du Geflüchtete beim Finden eben eines Arbeitsplatzes unterstützt hast. Genau, und wie diese Unterstützung zunächst einmal ausgeschaut hat. Ja, wir haben die Geflüchteten, die in St. Martin kennengelernt haben, natürlich gefragt, ob ich helfen kann. Sie brauchen dringend Arbeit. Vor allem die, wie Mahmoud, der jetzt bei diesem Projekt in Idlib ganz entscheidend hilft. Der hatte Frau und Kinder in einem Lager an der Grenze und er brauchte ganz dringend Arbeit, damit er Frau und Kinder holen kann. Fast kein Deutsch, kein Deutschkurs, nichts. Dann haben wir gedacht, naja, probieren wir es. Bin damals zu meinem ehemaligen Chef, habe gesagt, da hätte ich jetzt den Burschen. Der hat zu Hause, kann man sagen, ist keine Werbung mehr, das war Eisenwagner. Die hatten zu Hause in etwa dieselbe Firma. Die waren sehr wohlhabend,
Und wie er das gesehen hat, der hat seinen Betrieb zu Hause wieder gesehen. Der wollte natürlich dort sofort arbeiten. Und mein damaliger Chef hat gesagt, das probieren wir. Und da gehört auch sehr viel Mut dazu, dass man einfach sagt, wir geben diesen Menschen eine Chance. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, er hat dann dort zu arbeiten begonnen. Das spricht sich rum, der Nächste hat gebeten, der braucht auch Arbeit, der braucht auch Arbeit. Der hat es wieder einem Freund gesagt, dann kamen Anfragen aus Niederösterreich, aus Wien. Das war noch alles zu handeln und schließlich, der Zufall hat mich durch einen Zettel bei einem Geschäft, der ausgehängt war, zu KTM gebracht. KTM brauchte damals ganz dringend Leute und ich hatte das Glück und konnte dort mit einem Schlag 40 Asylwerber unterbringen. Das hat aber solche Wellen geschlagen, weil das natürlich alle Geflüchteten erfahren haben, die sind ja untereinander sehr gut vernetzt. Das wurde dann wirklich zu viel. Ich habe jede Nacht schon bis 12, 1 gearbeitet. Ich habe gesagt, das geht nicht mehr, ich brauche Hilfe. Ich habe in der Wirtschaftskammer gefragt, was könnte man denn tun, damit ich zumindest nicht die Stellen suchen muss. Ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich das dann kurze Zeit, weil ich ja durch meine Krankheit arbeitslos war, haben gesagt, machen wir das beruflich. Das habe ich dann bis zu meinem Pensionsantritt September 23 beruflich gemacht. Konnte ich natürlich dann nicht mit einem Tag alles aufhören. Die Leute brauchen weiterhin Arbeit und jetzt brauchen sie noch dringender als vorher, denn mit dieser Bezahlkarte ist es ihnen ja verwehrt, dass sie der Familie, den Kindern daheim Geld schicken. Die müssen ja jetzt am Telefon zuschauen, wie ihre Kinder und ihre Frauen hungern. Jetzt kommen die Hilferufe noch mehr aus ganz Österreich. Sie brauchen bitte, bitte Arbeit. Und das AMS darf bei Asylwerbern nicht helfen. Leasingfirmen, und wenn sie sie noch so dringend bräuchten, sie dürfen sie nicht einstellen. Ich bin mit einigen Leasingfirmen in Kontakt, die sagen, sobald subsidiärer Schutz da ist, sobald Asyl da ist, sofort schicken. Mit denen ist durchaus sehr gut zusammenzuarbeiten, aber sie haben keine Chance, Asylwerber zu beschäftigen. Und ein Asylwerber kennt unser System zu wenig, kennt die Firmen nicht. Er weiß ja nicht einmal, wo er sich bewerben soll, wie er es machen soll. Genau, vielleicht als Zusatzinformation, wie du schon erwähnt hast, das AMS ist erst eben noch am positiven Asylbescheid für die Vermittlung zuständig. Das heißt, es ist eigentlich für Asylwerbende, die noch keinen Bescheid haben, gar nicht möglich, irgendwie da zu einem Job zu kommen, außer sie werden wohin vermittelt und da braucht es eben jemanden zum Beispiel wie dich, die dann diese Vermittlung übernimmt. Dann kommt erst das AMS, prüft dann in einem sogenannten Ersatzkraftverfahren, ob für diese Stelle gleichqualifizierte Arbeitskräfte im Inland zur Verfügung stehen. Und erst dann, wenn das nicht der Fall ist, wird diese Beschäftigungsbewilligung erteilt. Und ich glaube, bei diesem Projekt, das dann entstanden ist, das war ein Projekt eben zur Vermittlung von Geflüchteten am Arbeitsmarkt, waren ja mehrere Organisationen dabei. Unter anderem AMS, Wirtschaftskammer, die Grundversorgung war auch mit dabei, das REKI, das Regionale Kompetenzzentrum für Integration, und du warst eben angestellt über die Initiative Lebensraum in Viertel. Wie hat sich das dann ergeben, was waren genau deine Aufgaben bei dem Projekt und wie hat sich das dann unterschieden auch zu dem, was du vorher als Ehrenamtlicher sozusagen gemacht hast? Ja, das war dann natürlich, ich habe vorher auch schon zusammengearbeitet mit den Betreuerinnen vom Caritas Roten Kreuz. Und so gesehen war es für mich dann sogar noch schwieriger als vorher, weil ich habe müssen auf alle Rücksicht nehmen. Ist jetzt wieder weggefallen, jetzt mache ich es wieder ehrenamtlich, jetzt fahre ich mein Programm. Ich frage natürlich die Betreuerinnen, ist der Kerl in einem Deutschkurs, weil da muss er drinnen bleiben. Die würden natürlich mit wehenden Fahnen den Deutschkurs sofort verlassen, nur um arbeiten zu können. Denn die wollen arbeiten, nicht wie man ihnen immer unterstellt, die wollen in der Hängematte liegen. Wir sprechen uns natürlich ab, ob der den Deutschkurs bekommt, ob er schon angemeldet ist, ob er ihn gerade macht. Und ich versuche auch damit, dass ich wirklich immer in sehr gutem Kontakt mit den Betreuerinnen bleibe, denn die kennen die meistens ja besser als ich. Ich kenne die, viele kenne ich privat, viele kenne ich durch den Sozialmarkt, aber die meisten kennen nur die Betreuerinnen und die Betreuer. Und ich bin halt der Türöffner bei den Firmen für diese Leute. Und das war dann auch deine Aufgabe eigentlich, dass du sozusagen die
zu Firmen, zu Unternehmen hingegangen bist und gesagt, wir haben Menschen, die da arbeiten wollen, ihr braucht Arbeitskräfte und das, du warst sozusagen die Schnittstelle da, oder? Ich habe über die AMS-Seite, über Zeitungen, über Mundpropaganda Arbeitsstellen gesucht, habe dort angerufen, habe dezidiert gefragt, ob auch ein Asylwerber in Frage käme. Die meisten Firmen wussten überhaupt nicht und wissen auch heute noch nicht, dass man Asylwerber beschäftigen darf und was man machen muss. Das ist gar kein so großer Aufwand. Viele fürchten dann, dass das irrsinniger, bürokratischer Wulst wird. Ist es nicht. Die versuche ich dann zu überzeugen. Es sind sehr viele schon bereit. Sehr viele haben auch schon seit ein paar Jahren jetzt Erfahrung. Das ist so, dass ich mit einigen Firmen wirklich schon per Du bin mit den Leuten. Ich brauche nur anrufen, ob sie jemanden brauchen. Ich hätte wieder wen. Oder sie melden sich sogar bei mir. Ich bräuchte so und so viele. Hast du? Es hat sich schon so ein bisschen eine private Beziehung aufgebaut. Ja, sehr gut. Ja, das braucht auch ein bisschen ein Netzwerk, glaube ich, für das Ganze. Mhm. Und gibt es da bestimmte Unternehmen, gewisse Branchen, die offener dafür sind, Asylwerbende einzustellen? Und als Zusatzfrage dann trotzdem auch noch, weißt du, wie viele Menschen du schon in den letzten Jahren vermitteln konntest? Es sind natürlich alles im Niedriglohnsektor. Da, wo man einfach niemanden findet. Sei das jetzt, ich hoffe, ich darf die Firmen nennen, Guschelbauer für die Produktion. Die haben schon jetzt einige Jahre Leute. Sie sind dann halt sehr betrübt, wenn ihnen Leute, die ein ganzes Jahr gearbeitet haben, nicht einen Tag Krankenstand, immer zur besten Zufriedenheit weggenommen werden, weil sie abgeschoben werden. Iraker betrifft es leider sehr oft. So wie der Biohof in Geimberg. Das ist eine sehr heiße, sehr anstrengende Arbeit. Meisterbrezen, das ist wieder sehr kalte, im Minusbereich die Arbeit. Also es sind Arbeiten, die halt niemand, wenn es nicht sein muss, gerne macht. Und das Lohnniveau ist natürlich on the bottom. Drum bekommen die Arbeit, weil das Ersatzkräfteverfahren zeigt, dass niemand da ist, der diese Arbeit möchte. Mhm. Also die nehmen niemandem Arbeit weg. Definitiv ja. Nicht. Das ist eben auch immer wichtig zu betonen, glaube ich, dass das eben durch das Ersatzkraftverfahren dann auch so sichergestellt wird. Genau, und trotzdem nochmal die Frage, wie viele Personen, kannst du es ungefähr einschätzen, wie viele du schon unterstützen konntest, dass sie eben am Arbeitsmarkt Fuß fassen können? Während meiner aktiven Zeit haben wir da ja genau Buch geführt bei der Initiative Lebensraum im Viertel. Da waren es so 150. Seit September letzten Jahres mache ich es ja wieder so. Das mache ich jetzt locker, ohne Buch zu führen. Vielleicht sind wir schon bei 200 oder mehr, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Es zahlt sich, glaube ich, jede Vermittlung zahlt sich aus und die Zahl, muss man schon sagen, auch jetzt fürs Innviertel ist schon bemerkenswert, das ist so eine große Zahl. Und hast du da irgendeine besondere Geschichte von irgendeiner Vermittlungsfrau, wo du sagst, wow, da bin ich selbst überrascht, dass das so gut funktioniert hat? Also ich habe von einem jungen Mann, der mich sehr bewegt hat, der hat beim Erdbeben seine Tochter verloren, die wurde erschlagen, die ältere Tochter. Da wollte er einfach nicht mehr, er wollte nicht mehr. Er hat nicht mehr gegessen, nicht getrunken, nichts mehr. Seine Betreuerin hat mich angesprochen, weil ich zu der Zeit, es hat ja keine Deutschkurse gegeben. Wie soll ich Leute vermitteln, die kein Wort Deutsch sprechen? Habe ich gesagt, dann machen wir uns die Deutschkurse eben selber. Habe es selbst auch gemacht, habe Freiwillige gefunden. Immer danke an die Leute, die machen alles gratis. Wir haben Deutschstunden gegeben. Der junge Mann wurde auch in so eine Deutschstunde von mir reingesetzt. Er hat viel geweint. Inzwischen hat er aber sein Leben wirklich im Griff. Er hat nach ein paar Wochen Deutschunterricht in einem Betrieb zu arbeiten begonnen. Hat dann, weil er nur Nachtschicht gemacht hat, gesagt, er braucht eine Wohnung, weil er kann in dem Quartier einfach nicht schlafen. Und die müssen jetzt ja für ein Bett in einer Flüchtlingsunterkunft dem Land monatlich 540 Euro zahlen. Es ist ja nicht so, dass die dort gratis bleiben. Die müssen das zahlen, müssen selber putzen, selber kochen, wie alle anderen auch. Aber sie müssen jetzt dann, wenn sie berufstätig sind, zahlen. Dann hat er sich eine Wohnung genommen, da habe ich ihm natürlich geholfen.
weil da zahlt er auch nicht mehr, aber er hat sein kleines Reich, er hat seinen Führerschein gemacht, er hat sich ein kleines Auto zugelegt, er hat jetzt auch noch eine andere Firma, aber er arbeitet, es gibt keinen Tag, wo er arbeitslos sein will, es geht nicht, weil er hat noch ein Mädchen und seine Frau, die er dringend nach Österreich bringen möchte, aber da er nur subsidiären Schutz bekommen hat, ist ihm das jetzt auch verwehrt. Jetzt will er wenigstens schauen, dass er seine Frau und sein Kind, die sind in der Türkei, wenigstens in diesem Erdbebengebiet versorgen kann. Und da bin ich so stolz auf den Mann, was der geschaffen hat. Vom Nullpunkt, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, bis zur Selbstständigkeit. Und wenn der dann natürlich kommt und mir eine Topfblume bringt, ich freue mich, aber ich sage immer, bitte schick das Geld lieber deinem Kind. Liebe Heidi, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für dein großartiges Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen, bei deinem Projekt in Syrien, bei deinem Engagement da vor Ort. Und danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Leider haben wir nicht mehr genug Zeit, dass wir den ganzen Umfang deines Engagements sozusagen ins Mikro bringen. Aber danke für den Einblick und alles Gute weiterhin. Der Zusammenhelfen-Podcast ist eine Produktion des Vereins Für uns, Zentrum für Zivilgesellschaft.